Herzlich willkommen zurück zu Coral Island. Ja, und es geht einmal weiter. Wir schauen einmal, was der Fernseher mal wieder sagt. Also die Black Beauty Aubergine ist in Weinbergen, an Seen und in Wäldern zu finden. Sehr gesund und gratis noch dazu. Wenn es sie hier in der Gegend gäbe, würde ich mir welche besorgen. Man kann den Winter damit verbringen, Auberginen zu sammeln und sie für den Frühling aufheben. Warum für den Frühling aufheben? Jetzt wird mit der Frühjahrsentschlackung begonnen. Das war's für dieses Jahr. Genevieve verabschiedet sich. Bis nächstes Jahr, meine Püppchen. Genevieve? Ist ihr eigentlicher Name Genevieve? Heißt sie nicht Jenna? Hä? Bin verwirrt. Okay, morgen wird es sonnig. Das ist schon mal schön. Ich habe den Tipp bekommen, man kann einfach eine Kiste hinstellen und dann als Ersatzschrank benutzen. Dann könnte ich den anderen Schrank wegmachen. Ich muss nur einmal ganz kurz schauen. Ich hätte schon gerne so eine schicke Holztruhe, ne? Ich habe das ja eigentlich schon mit dem Kühlschrank gemacht als Ersatz. Aber irgendwie habe ich nicht daran gedacht, dass man Kleidung darin auch aufbewahren könnte. Ich verstehe nur nicht, wieso ich da jetzt keine hinstellen kann. Hä? Hier werden die Gegenstände aufbewahrt. Nee, das ist doch... Hä, aber ich habe doch... Habe ich nicht genauso eine Truhe in der Küche stehen? Dein Ernst? Funktioniert das nicht mehr? Hier, da steht doch eine. Genau die gleiche. Hä? Und die ist funktionsfähig. Ich weiß auch nicht. Vielleicht ist das auch wieder ein Bug. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Na toll. Und ich habe mich schon gefreut, dass es funktioniert. Aber gut. Naja, was soll's. Dann machen wir uns erstmal an die Arbeit. Dann bin ich damit soweit erstmal fertig. Ich habe noch nicht genug Geld für das verbesserte Insektennetz, aber ich würde gerne heute noch mal so eine kleine Tour machen durch die Insel, so ein paar Sachen also praktisch sammeln und ganz viel auch den Bewohnern schenken. Ne? Wir haben ja jetzt nur noch den 26., 27. und den 28., also insgesamt nur noch 3 Tage. Und ich will halt so viel es geht noch mit den Dorfbewohnern mich anfreunden. Vielleicht die ein oder andere Sequenz noch sehen, das wäre natürlich auch toll. Mal schauen. Apropos Sequenz, ich habe gestern vergessen, also praktisch in der letzten Episode vergessen, nach 18 Uhr dort am, ups, oh nein, schon wieder der Bug. Oh oh, ah, jetzt geht's wieder. Ich habe vergessen, nach 18 Uhr dort im Westen war das, glaube ich, sollte man da vorbeilaufen und ich weiß aber nicht, wer das war. Ja, glücklich sind wieder die Giganten eingesperrt, sind wir nicht mehr. Hier, die schöne Teebeere, schöne Frucht ist das, unser Dankhuman. Na,
auch eine Teebeere verschenken? Oh, Grog kann es gebrauchen. Danke, Homan. Grog möchte fragen, kann Homan tanzen? Ja. Nein, Grog möchte nur fragen. Süß. Gro weiß nicht mehr, wie es weitergeht, nachdem er so lange feststeckt. Kidoki? Ich erinnere mich an alle Dinge in der Höhle. Ich erinnere mich an Homan. Ich erinnere mich an Erdbeben. Na gut. Wie gesagt, wir machen so eine kleine Tour und dann darf ich nicht vergessen, nach 18 Uhr dann runterzugehen. Ich glaube, das war irgendwo, sollte das sein, in Richtung Aussichtsturm, ne? Oder war das am Strand? Werden wir einfach austesten. Wir laufen das alles ab. Ja. Das ist der Plan. Gut. Ansonsten, weil ich habe schon die ganze Zeit überlegt, wir haben soweit alles, ne? Wir haben jetzt erstmal genug Müll, wir haben jetzt erstmal genug von den ganzen Erzen. Deswegen brauche ich jetzt auch jetzt nicht unbedingt in den letzten Tagen noch in die Minen rein oder halt tauchen und sowas. Aber halt mit den Inselbewohnern, da ist auf jeden Fall noch Aufholbedarf. Das wollte ich deswegen auf jeden Fall machen. Und ich meine, ich sammle ja jetzt diese ganzen Beeren und so weiter, damit ich sie auch verschenken kann, ne? Außer solche Sachen wie Ginseng, die kann ich noch verarbeiten. Da kriege ich noch ein bisschen was Geld raus. Oh, Auberginen. Leider sind die Auberginen nicht so teuer, wie ich es mir erhofft habe. Ich dachte, die wären so selten, aber jetzt auf einmal haben wir hier so eine richtige Auberginenplantage überall. Schon interessant. Na gut, da steht auch Scott und ruht sich aus mit seiner Schaufel. Oh, das ist so nett von Ihnen. Ich verspreche, ich werde es gut gebrauchen. Den Schnee im Winter überleben nicht viele Pflanzen. Ich hoffe, das bedeutet weniger Arbeit für dich. Oh, er ist ja nett. Fangen wir die ganzen Insekten noch mit ein, wenn wir eh schon dabei sind. So, und ich wollte hier noch ein paar Sachen kaufen, weil mir die Samen langsam wieder ausgehen. Ich würde sagen, ein paar Blaubeeren und ein paar Dahlien mit Sinn machen. Ich will auch nicht zu viel Geld ausgeben, weil ich will ja noch dieses Insektennetz kaufen und austesten. Oh, der ist neu, ne, der Rucksack. Vierblättriges Kleeblattrucksack. Ist aber auch nur so Deko, ne? Hm. Ja gut, hätten wir jetzt Überfluss, hätte ich es jetzt auch gekauft, ne? Aber ja. Na gut. Hier gibt es erstmal nichts so weiter. Dann laufen wir erstmal wieder Richtung Osten. Hier gab es auch nichts. Ich denke die ganze Zeit, vielleicht habe ich irgendwo so eine Statue von einem Riesen übersehen. Irgendwo auf der Insel. Ich verstehe, dass ich jetzt den vielleicht noch nicht retten kann. Oh, eine Sequenz. Ah, oh, von Ben. Oh, wie cool. Oder ist das jetzt von Bree oder Luke? Es muss von Ben sein, ne? Was soll dieser Unsinn, den Luke darüber gesagt hat, dass du es heute Abend nicht mehr zu meiner Dinnerparty geschafft hast? Mhm. Ich werde kein Nein als Antwort akzeptieren. Du musst aufhören, dir Sorgen darüber zu machen, dass du lästig bist. Du gehörst zur Familie. Oh, sind die verwandt? Hä? Ben, wie wäre es, wenn ich es uns beiden leicht mache? Es wäre eine Beleidigung, wenn sie es nicht schaffen würden. Den Satz verstehe ich nicht ganz. Das ist sehr nett von Ihnen. Wenn es keine Probleme macht, sicher. Er sieht sie ja auch, ne? Ich schließe mich euch an. Attaboy? Was heißt Attaboy? Okay, hat sie was entdeckt? Nun, woher haben sie diese erstaunliche Lampe? Ihr Gesicht sieht nicht sehr glücklich aus. Ich glaube nicht, dass ich jemals so etwas gesehen habe.
Die Begeisterung ist dir ins Gesicht geschrieben, Schätzchen. Dafür verlangst du besser keine Prämie, Ben. Hä, Prämie? Es sieht so aus, als ob es seit einer Woche im Müll liegt. Oh, ach so. Jetzt macht's Sinn. Okay. Aber jetzt macht auch der Gesichtsausdruck Sinn. Luke, was ist in dich gefahren? Das war unhöflich. Dein Gesichtsausdruck ist unhöflich, Bree. Ich find's ja schon lustig. Aber du hast recht, die Lampe sieht ein bisschen mitgenommen aus. Ein Teil der Farbe fehlt und sie riecht komisch. Wird sie abwaschen, Liebes? Es steht nicht mehr zum Verkauf, Leute. Ich weiß nicht, was ich dir sagen soll. Es war ein seltener Fund. Es hat Charakter. Bei diesen Dingen sieht man es entweder oder man sieht es nicht. Sie sieht es definitiv nicht. Nun, das tun wir nicht. Ja, genau. Ja. Ist so ein kleiner Snob, ne, der Luke. Okay, Kumpel, lass uns die Karawane schließen. Ich habe einen Kuchen im Ofen. Sind die jetzt einfach befreundet oder gehört er wirklich zur Familie? Ich habe mir bei denen, also... Hey, sieh mal, wen wir da haben. Hallo, Rainy, nicht wahr? Ja, ich wohne schon ein ganzes Jahr hier. Es ist wirklich schön, sie zu sehen. Dankeschön, Ben. Aber du brauchst doch nichts, oder? Kommt drauf an, was er anbietet, ne? Ich bin gerade dabei, zuzusperren. Geht ihr irgendwo hin? Was habt ihr denn vor? Ist das nicht die gleiche Frage im Grunde? Eine ziemliche Beobachtung, ja. Wir gehen zum Weinberg, sie essen Braten oder so etwas. Wir sind heute Abend schick. Süß. Na dann, viel Erfolg. Ich will auch mitgehen. Die hätten mich ruhig auch mit einladen können. Ich wäre auch schon gerne mitgegangen. Aber gut. Ich will ja auch nicht unhöflich sein und mich aufdrängen, ne? Vielleicht werden wir eines Tages auch mal so eingeladen. Ist ja schon cool. Oder ob man so Leute zu sich einladen könnte, wäre auch cool. Könnte man eigentlich auch hier einbringen, finde ich. Oh, hier ist so eine Bambussprosse, ne? Dieser Takeda will ja immer diese Sprossen haben, ne? Aber ich kann mich nicht mehr erinnern. Ich glaube, man konnte ihm gar nichts schenken, ne? Muss ich mal wieder austesten. Oh, die heißen Quellen. Ich würde auch gerne jetzt in heißen Quellen sitzen. So. Zack, zack, zack. Oh, ein paar Zuckerbaumsamen. Da ist er ja. Hier, ich hab eine Bambussprosse, die du die ganze Zeit immer suchst. Hier, bitteschön. Nee, geht nicht. Ich esse schon seit Jahren dasselbe zu Mittag. Krass. Gebackenes Risotto ist das perfekte Wohlfühlessen. Na, wenn es dich glücklich macht, ist es okay. Oh, ich sehe gerade da hinten, ne? Das sind Alice und, boah, wie hieß Millie, ne? Oh, wenn man so alt ist wie ich, fühlt man sich manchmal alleine. Okay, sorry, ich war voll unaufmerksam. ich will nur kurz schauen, das sieht so aus, als hätten sie schon Badesachen an, ne? Wir haben ja vorher, vor dem Update, immer die so in Sachen gesehen. Aber jetzt sieht das so aus, als ob sie schon Badesachen... Ja, die haben Badesachen an. Hier, Kohlsprossen. Ganz schön solide. Vielen Dank von Pablo. Oh, schaut mal, er hat Schrotz an. Sieht gut aus. Kann man nicht meckern. Du grandioser Reiher, du hast es geschafft. Hat sie mich ein Reiher genannt? Ich bin froh, dass du nach Coral Island gezogen bist. Wir haben Glück, jemanden zu haben, der unsere Gemeinschaft so unterstützt wie du. Ah, aber der Badeanzug steht dir gut. Auch mit der Brille und dem Haarband, ne? Ich hoffe, das war nicht zu viel Mühe. Ich nehme es an. Vielen Dank. Habe ich ein paar Geschenke hier verteilt. Uff, ich will das Laufen am Morgen eigentlich nicht aufgeben, aber ich denke ernsthaft darüber nach. Das ist natürlich doof. Es ist so kalt. Ja, das stimmt. Ja, die Badeanzüge stehen denen, muss man sagen. Du dachtest, ich würde das mögen? Haha, nein, ich scherze nur.
Cool, cool. Dann hat man das wenigstens auch mal gesehen. In mir kommt erst so richtiges Wintergefühl auf, wenn ich die festliche Winterdekoration sehe. Ja, weil ich dachte, wir kriegen das nicht mehr zu Gesicht. Das sind ja diese Sommeroutfits, ne? Aber schaut mal, jetzt habt ihr auch ein paar gesehen. Nochmal so zum Abschluss, finde ich gut. So. Dann geht's erstmal weiter. Schaffen wir das noch? Ist jetzt 2:30? Ja, gut, doch, sollten wir eigentlich nochmal kurz hier so eine Runde in Richtung See machen. Kohlsprossen. Zack, zack, zack. Die Dinger brauche ich eigentlich nicht. Da kriegt man zu wenig Geld für. Hier ist sonst auch keiner mehr, ne? Sonst sind immer mehr Leute hier draußen. Da habe ich wieder den falschen Tag erwischt. Aber gut. Fliege brauchen wir auch nicht. Und Sarah ist hier noch am rumlaufen. Na gut, dann machen wir uns schon mal in Richtung Westen gleich wieder auf. Ich will nur einmal ganz kurz bei Lilly vorbeilaufen. Weil mit ihr rede ich auch so selten, ne? So, hier, ich möchte ihr auch was schenken. Danke, danke. Bitte, bitte. Die Gartenarbeit hilft mir dabei, meine Gedanken zu ordnen. Lilly, dann könntest du auch bei uns dann auf der Farm mithelfen, wenn du willst. Habe ich nichts gegen. So. Gut, hier mit dem Umstyling haben wir schon gehabt. Mit der Möbel habe ich das mehr oder weniger jetzt auch fertig. Schauen wir hier mal. Ach, Ben ist wieder hier. Nee, ich will ihm keine Fliege schenken. Mal sehen, ich muss Pilze besorgen, grünen Tee. Wo will er denn jetzt Pilze besorgen? Bei Sam oder was? Wahrscheinlich, ne? Mir hat er noch keine Pilze verkauft. Da ist das sein Secret-Geschäft. Na gut. Mein Job bedeutet nicht nur einen Tag am Strand zu verbringen. Ich muss die ganze Zeit auf dem Beobachtungsposten bleiben. Im Wasser kann jemand in Sekundenbruchteilen in Schwierigkeiten geraten. Ach so, sie ist hier die, wie nennt sich das? Boah, ich habe den Namen vergessen. Die aufpasst auf den Strand, dass niemand ertrinkt, ne? Habe ich gar nicht gecheckt. Schön, dass ich das auch mal gecheckt habe. So. Oh, es ist jetzt doch erst 4. Bin ich doch schneller unterwegs, als ich gedacht habe. Aber wir können ja erstmal hier die ganzen Sachen einsammeln. Wartet mal, da ist doch... Oh nein, nicht angeln. Ich wollte den Schmetterling fangen. Ja. Weil ich glaube, den hatte ich auch noch nicht, aber den kriege ich auch nie. Aber vielleicht mit dem verwässerten Netz wird es ja dann vielleicht klappen. So, Tempe. Nennt sich das nicht auch Tofu? Weil das ist eigentlich Tofu. Ist aus Sojabohnen hergestellt. Zack, zack, zack. Sammeln wir mal eben noch kurz alles ein. Wir haben ja noch ein bisschen Zeit. So. Ich mache die Aufnahme gerade so spät und denke die ganze Zeit... Ich kann mich nicht so gut konzentrieren. Hoffentlich vergesse ich nicht wieder irgendetwas. Aber ich denke die ganze Zeit an die Sache mit 18 Uhr, ne? Es war schon ärgerlich, dass ich das davor, ja, verpasst habe. Ich hoffe, dass das noch funktioniert. So, wir haben jetzt schon keinen Platz mehr wieder in der Kiste. Aber ich finde, die müssen das echt ändern, dass man da unendlich reinpacken kann, weil es ist echt doof. Gut. Das sieht soweit schon sehr gut aus. Wir können ja noch hier die Samen schnell wieder rauspacken und den Rest hier in die Kisten verteilen. Ja. Und die Zucker.
paar Baumsamen, die kommen hier rein. Dann muss ich nur noch die Sachen mit dem Holz und alles, ja, mit der schnellen Übertragung geht's auch fix. Wir brauchen nur noch eine Silberessenz und dann können wir die nächste Erweiterung machen. Vielleicht schaffen wir das ja auch noch. Wobei, die dauert, glaube ich, 2 Tage, ne? Aber ich kann das ja schon mal, ja, bei Ling in Auftrag geben. Das würde ja auch gehen. Und dann muss ich eine Entscheidung treffen. Weil ich habe ja zuerst gesagt, ich werde das dann erstmal beenden. Und dann, wenn das Spiel komplett rauskommt, dann fange ich nochmal von neu an oder mache weiter hier bei dem Spielstand, wenn er noch existiert, weil es wird ja immer gedroht mit jedem Update, dass der Speicherstand gelöscht werden kann. Deswegen, wartet mal kurz, ich will das verschenken. Sieht köstlich aus, danke. So. Die Leute vergessen gerne auf Dinge, die sie nicht sehen können. Vergessen gerne Dinge? Wo bleibt da der Spaß? Aha, okay. Richtig. Genau, ich hatte ja vor, das so zu machen mit dem, dass ich das dann wirklich erst fortsetze, wenn das komplett raus ist. Aber ich habe halt wirklich noch so viel Spaß dran. Und ich bin halt am Überlegen, wie ich das am besten machen soll. Soll ich das wirklich so durchziehen? Oder soll ich das vielleicht so machen, dass ich hin und wieder mal, wenn ich mal die Zeit habe, so ein paar extra Folgen rausbringe? Weil ich werde das jetzt nicht komplett weiterführen, wie es jetzt ist, aber so hin und wieder mal eine Folge unregelmäßig hochladen. Ob das eine Option wäre? Ich weiß es nicht. Ich bin da so ein bisschen zwiegespalten, muss ich ehrlich sagen. Oder vielleicht liegt es einfach daran, dass ich nicht loslassen kann, jetzt nach so vielen Episoden, dass es doch irgendwie an einem ein bisschen nagt, ne? Naja, mal schauen. Gut. Deinen Tieren geht es gut, hoffe ich. In der Scheune, ups, ich würde mir eine dieser Heizmaschinen... Ach so, der erzählt halt, dass man diese Heizmaschinen holen soll. Wow, danke, mein Freund. Aber die Heizmaschinen gibt es hier noch gar nicht. Also die werden später erst noch kommen. Hier. Ich danke Ihnen, meine Liebe. Sie sind sehr freundlich. Okay, 17.50 Uhr. Gleich muss ich schnell zurückrennen. Der Schnee überzieht den Boden wie mit einer Decke. Das ist einer der Gründe, weshalb ich im Winter mal hierher zurückkomme. Ja, das hatten wir auch schon alles. Außerdem habe ich sonst nirgendwo eine Langzeitparkgenehmigung. Meine Schwester sieht Mama so ähnlich. Oh, das ist neu. Wenn sie lächelt, muss ich auch immer lächeln, denn es ist fast, als würde ich Mama an lächeln sehen. Oh, süß. Und traurig. Großartig, ich danke Ihnen. Gut, ich denke, ich teleportiere mich da einfach jetzt hin, genau zum Ausblick. Und schau mal, ob ich da was entdecken kann. Oder nicht. Die Frage aller Fragen. Oh, hoffentlich klappt das. Sonst werde ich mich so sehr ärgern, ne? Dass ich das am Tag zuvor nicht geschafft habe. Das ist gut, ich danke Ihnen. Ich gehe hier nochmal rein. Weil wir sollten ja auch mal nach 18 Uhr beim Leuchtturm vorbeikommen, aber hier ist auch noch nichts passiert, ne? Interessant. Hier ist jetzt auch nichts weiter. Hier auch nicht. Ich gehe mal runter zum Strand. Vielleicht gibt es hier noch was. Ah ja, okay. Super, bitte, es ist die Sequenz. Ben und Suki? Die habe ich jetzt nicht erwartet. Vielleicht ist es ja was anderes. Hallo Rainy, ich bin froh, dass du es geschafft hast. Oh, also doch. Tatsächlich? Habe ich den Brief nicht unterschrieben? Also war der von Suki, tatsächlich. Aber cool, schön. Hahaha, mein Fehler. Ich muss in Eile gewesen sein und vergessen zu unterschreiben. Vergessen haben zu unterschreiben. Jedenfalls dachte ich, es wäre nett, sich für einen Sonnenuntergang zu treffen. Du hast getroffen Ben. Ja, ich habe getroffen Ben. Hey Rainy, wie geht es dir? Willst du etwas Kaffee? Oh ja, gerne. Auch wenn wir danach nachts nicht mehr schlafen können. Ich hätte jetzt auch einen Kaffee vertragen können.
In Ordnung. Der Farm geht es bisher gut und behandeln dich die Inselbewohner gut? Oh, das ist so lieb, dass sie so fragen, ne? Ja, soweit ist es gut. Mal sehen, was passiert. Ich habe eine Menge Pläne für die Insel. Ich würde sagen, soweit ist es gut. Cool, cool, cool. Das ist großartig. Ja. Ich bin froh, dass du dich entschieden hast, hierher zurückzukommen. Zurückzukommen? Es ist schön, dich hier zu haben. Danke sehr. Auf viel herumhängen. Oh ja. Hören, hören. Was ist mit der Musik los gerade? Sehr gruselig. Aber ist weg, okay. Na gut, aber schön. Das war ja richtig lieb von den beiden, dass die mich hier so willkommen geheißen haben. So sieht man, dass man sich wirklich so langsam mit den Leuten anfreundet, ne? Schön. So ist das. Joa. Ach, Alice ist auch hier oben. Sie hätte sich ruhig auch zu uns gesellen können. Oh. Ui, was ist denn mit der Angel da los? Die läuft da so ein bisschen wild durch die Gegend. Hier eine Muschel. Bah, okay, er mag keine Muscheln. Irgendwie mag niemand Muscheln, ne? Aber gut, okay, ich hab's verstanden. Hier, ich kann mit dir zusammen angeln, Jim. Unsere freundschaftliche Bande stärken und so. Aber das irritiert mich total mit seiner Angel. Uiuiuiuiui. Ui, nee. Seine Angel irritiert mich. Okay, er ist weggegangen. Ich versuch's nochmal. Was ich da... Kriege ich da noch was zusammen? Oder nicht? Ah ja. Ah, ist bestimmt Müll oder so, ne? Ja, war ja klar. Wir versuchen es noch einmal, damit ich was Vernünftiges fange. Und? Ja, sehr schön. Wird jetzt bestimmt kein mächtiger Fisch, aber es ist einer. Und zack. Ein blauer Doktorfisch. Okay, damit kann ich leben. Gut, dann würde ich sagen, wir begeben uns jetzt wieder langsam zurück und noch ein Tag geht zur Neige. Und dann sind es nur noch 2 Tage, die vor uns liegen. Ach Mann. Ach Mensch, ach Mensch. Gut, das packe ich weg, aber sonst... Den Rest kann ich ja erstmal nicht verkaufen, ne? Kein Platz mehr. Und sonst gespendet haben wir schon soweit alles, ne? Okay, so. Gut, Leute, dann würde ich jetzt ins Bettchen gehen. Wow, hat sich ja richtig gelohnt mit den Geschenken Alice, Emily, Grog und Scott. 8206 verdient, sehr schön. Boah, diese Rosen sind ja heftig, ne? Muss ich ein paar mehr von anpflanzen. Gut, Leute, ich würde dann an dieser Stelle wie immer sagen, ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.